meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, wenn wir am Sonntag nach Weihnachten inmitten in der Oktav jedes Jahr das Fest der Heiligen Familie feiern, dann wäre an einem solchen Tag natürlich vieles zu sagen. Man müsste sozusagen die ganzen Kapitel grundsätzlich von der ersten Seite der Bibel aufrollen, um das Verständnis neu zu wecken für das, was in unserer Gesellschaft verloren geht. Das Verständnis von Frau sein und Mann sein, das Verständnis von Ehe und das Verständnis von Familie. Dazu haben wir heute Morgen nicht die Zeit, nicht dass Sie erschrecken. Leider. Leider wird es auch zunehmend in den Kirchen verschwiegen. Und wir haben ja in den letzten Monaten oft darüber nachgedacht, nachdem wir die Familiensynode in Rom begleitet haben. Nun warten wir auf das päpstliche Dokument. Heute ist dennoch ein Anlass, noch einmal tiefer zu schauen, nicht auf die, wie wir das oft abhandeln, Organisationsform Familie, als könnten wir uns rein soziologisch darüber verständigen, sondern über das tiefere Verstehen dessen, was Familie bedeutet. Denn es wird hier in der durchaus, und das ist natürlich allen bewusst, die Christen sind oder die das Neue Testament lehren oder es auslegen, in dieser durchaus schwierigen Konstellation der Personen, die wir heilige Familie nennen. Wir können das nicht einfach nachmachen. Das, was Sie zu Hause leben, vielfach, ist wahrscheinlich nicht heilige Familie, aber es kann heiligmäßige Familie sein. Darin, dass das geschieht, was hier in der heiligen Familie, auch wenn wir genau lesen, nicht selbstverständlich ist, dass Gott vom ersten Moment an seinen ihm gebührenden Platz beansprucht. Ich möchte das vertiefen mit zwei Gedanken, die vom Papst Benedikt stammen. Es fällt vielleicht auf, dass der Evangelist Lukas, dem wir diese schönen Kindheitsevangelien verdanken, ohne die wir keine Krippe bauen könnten, ohne die es wahrscheinlich gar nicht richtig Weihnachten wäre, dass er betont an zwei Stellen, dass Maria und Josef als die Hirten kommen und ihre Botschaft verkünden, verwundert sind, sie staunen. Und hier in unserem Evangelium, das wir eben hörten, beim 12-jährigen Jesus im Tempel, sagt er explizit, dass sie dieses Wort nicht verstehen. Ist das nicht merkwürdig? Die Gottesmutter, von der wir sagen und im Advent immer wieder hören, dass sie deshalb, dass sie aus diesem Grund das Wort zur Welt bringen kann, weil sie dieses Wort ganz aufnimmt, weil sie sich ihm vorbehaltlos zur Verfügung stellt. Und hier heißt es dann von dieser Frau, von dieser Person, sie versteht das Wort nicht. So wie wir das Wort oft nicht verstehen. Etwa Jesu Wort, dass er spricht von der Ehe und vom Verbot der Ehescheidung. Das verstehen wir auch nicht. Und man muss sich einmal die Verrenkungen angucken, die dazu gemacht werden, auch von hoch dekorierten Theologen. Wir haben nur eine Wahl, liebe Schwestern und Brüder, so oder so. So heißt, wir brechen das Jesus-Wort herunter, solange bis es uns passt. Das heißt, wir verkleinern Jesu Wort auf unsere Maßstäbe, sodass wir es uns in unserem Leben zurecht machen. Schlechte Möglichkeit. De facto keine. Oder? Wir tun es Maria gleich. Sie versteht auch nicht. Damit ist sie uns sehr nah. Und es wäre ein erster Schritt, wenn wir uns das eingestehen. Dieses Wort ist zu groß für uns. Es ist eigentlich eine Überforderung für uns. Aber wir geben es nicht weg, wir verschleudern es nicht, wir machen es nicht klein, sondern wir lassen es in seiner Größe. Und wir nehmen es in uns auf und bewahren und bewegen es im Herzen. Das ist der Weg, den Maria geht. Und das muss immer der Weg der Kirche sein. Das Jesus-Wort groß sein lassen, auch in der Überforderung. Wenn wir es immer zu unseren kleinen Maßstäben machen, zu unserem Klein-Klein,
dann hören wir auf, Kirche zu sein. Dann verraten wir Jesus und seinen Anspruch. Hier, wo zum ersten Mal diesen Eltern aufgeht, Maria und Josef, was ist das für ein Kind? Natürlich kennen sie die Verheißungen. Josef kennt seine Träume und was er gehört hat. Maria die Verkündigung. Alles, was sie bei der Geburt erlebt haben. Und trotzdem, jetzt ist dieser 12-Jährige im Tempel und sagt den Eltern ins Gesicht, ja, warum sucht ihr mich? Ich muss doch in dem sein, was meinem Vater gehört. Aber sie verstehen es nicht. Das Zweite ist etwas, das von Jesus selber gesagt wird. Er, von dem wir hier an dieser Aussage eben schon merken, dass er in dem sein muss, was seinem Vater gehört, dass er ganz aus Gott kommt, dass er diese Welt von Gott her sieht, dass er den Vater immer sieht, dass er aber zugleich ganz Mensch ist. Er ist nicht als 12-Jähriger mit einem abstrakten göttlichen Wissen ausgestattet, sodass er immer schon weiß, was kommt und ganz souverän ist über allem, was passiert. Nein, das Evangelium berichtet uns, dass er seinen Eltern untertan ist, dass er ihnen gehorsam ist. Im Griechischen ist dieses Wort gleich. Gehorsam sein und unterstellt ist er ihnen. Und er wächst, nicht nur im Alter, auch in Weisheit. Das heißt, Jesus als Mensch nimmt die je konkrete Situation an. Er bricht nicht einfach aus nach rechts oder links, weil er sich also für etwas Besseres hält. Er nimmt die Situation an und durchlebt sie mit allen Stationen. Wir wissen viele Dinge nicht. Wir sprechen von seinem Leben in der Verborgenheit. Aber es sind nicht mal gerade 14 Tage. Es sind Jahrzehnte, die Jesus wachsen muss in Alter und Weisheit, im Untertansein, im Gehorsamsein. Ob wir, liebe Schwestern und Brüder, heute diese beiden Gedanken vom Papst Benedikt mitnehmen können? Dass das Wort Jesu immer größer ist, bis hin zur Überforderung. Und dass sie es nicht einfach klein zu kauen haben und dann achtlos ausspucken. Als etwas, das sagt uns ja heute nichts mehr. Oder wir kommen dann mit irgendwelchen Erklärungen an, sodass am Schluss genau das Gegenteil von dem da steht, was Jesus eigentlich gemeint hat. Das ist ja billig. Darüber kann man viele Bücher schreiben, aber trotzdem ist es billig. Das ist die billigste Methode. Das ist eine Methode, die nicht geht. Sondern dieses Wort anzunehmen, es in uns aufzunehmen und zu bewahren und zu bewegen. Es mit uns zu nehmen. Auch wenn wir manchmal sagen müssen, Herr, was du uns sagst, was du mir sagen willst mit diesem Wort, ich sehe im Moment keinen Weg. Ich verstehe gar nicht, was du meinst. Aber dann haben wir ein Gespräch mit ihm begonnen. Wir haben ihn nicht achtlos weggeschickt mit seinem Wort. Wir fangen an, mit ihm zu leben. Und das Zweite ist, Jesus gleich zu tun, unsere Situation, in die wir gestellt sind, die wir vielleicht auch, wenn es um die Ehe geht, versprochen haben, anzunehmen, ernst zu nehmen und diesen Weg zu leben, so wie es Jesus tut, in den Jahren seiner Verborgenheit und darüber hinaus, dem Vater gehorsam, Mensch geworden, gelebt, untertan seinen Eltern, die Botschaft des Vaters verkündet, bis hin zu Kreuz und Auferstehung, damit wir leben, damit wir unseren Weg gehen können, nicht irgendwohin in die Verlorenheit, sondern unseren Weg gehen mit ihm. Denn allein dieser Weg mit ihm führt zum Ziel.